Herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Mal Let's Play Max Payne. Mr. Payne, legen Sie alle Waffen weg. Sie wurden entdeckt. Schade, keine kaputt schießen. Wir müssen noch ein bisschen weiter mit diesem lustigen Ton leben. Nun gut, Leute, was ist beim letzten Mal geschehen? Mal abgesehen davon, dass wir hier wirklich für Chaos und Zerstörung gesehen haben, einige gigantische Gegnerarmee hier eliminiert haben. Wir sind immer noch auf der Suche nach unserer eisernen Lady und wollen hier immer noch sie dafür bestrafen, für das, was sie uns angetan hat. Walpier stoppen und nun würde ich sagen, geht's weiter. Kapitel 7, nichts zu verlieren. Gut, die Vorgehensweise war nicht gerade originell, nicht so, als wäre das noch nie da gewesen. Auge um Auge, der erste Grundsatz der Rache, alt wie die Erde selbst und immer noch gültig. Die oberste Regel eines Killers war, seinen Job nicht persönlich zu nehmen. Zum Schluss war er es dann doch meistens. Zumindest bei mir. Ich nahm mir Zeit, fuhr durch die verschneite Stadt spazieren. Es gab keine Eile. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Dachte darüber nach, baute ein wenig Wut auf. Ich parkte den geborgten Schlitten am Vordereingang des Hauptquartiers der Acer Corporation, stieg aus, ging rein und legte los. Eine meiner Kugeln trug den Namen von Nicole Horn. Ich hatte 1000 Kugeln mit dem Namen der Schlampe drauf. Sie verfügte über Ultra-Hightech-Sicherheitssysteme und genügend Söldner und Waffen für den Beginn des Dritten Weltkriegs. Ich verspürte keine Angst. New York verschwand hinter einem Schleier aus Schnee. Ich war über die Schwelle getreten. Dies war ihr Revier, glatt, sexy und seelenlos. Alles Glas und Stahl. Ein Ort voller farbkodierter Sicherheitskartenschlüssel, Metalldetektoren und Überwachungsanlagen. Verdammt kalt. Kälter als der Lauf einer Pistole. Randos. Ich bin's. Und ich bin tot. Sehr gut, okay. Das war schon mal nix. Wenn man weiß, wo der Gegner herkommt, ist das nie ein Problem. So, okay, Leute, Mann. Nicole Horn. Wir sind jetzt hier im Hauptquartier der Acer Corporation. Es ist Zeit, richtig Lust zu sehen. Die Musik ist schon mal geil, die hier läuft, Mann. So, gleich mal schön, damit alle wissen wieder, dass wir da sind. Ja, das ist natürlich geil, wenn die da mit dem Granatenwerfer auf uns warten. Und es ist natürlich geil, dass der Granatenwerfer so schön weit geht. Weil der wahrscheinlich erstmal Sniper. Weg. So. Was hätten wir. Oh nein! Alter, du bist so hässlich, Max. Du Penner, Mann, den da oben habe ich nicht gesehen, Mann. Ins Gesicht, Mann. Deine Beerdigung. Alter, er lebt einfach noch. Das ist ein Asiate. Oder was? Wie sieht das aus, Mann? Das waren jetzt. Alter. Du machst mich hart aggressiv, mein Freund. So. Können wir jetzt nicht an dir vorbei, oder wie? Bam. So. Puh. Liebe Leute, Mann. Ich will 1-1 Kampf. Also da hat mir das letzte Level schon mal besser gefallen. Das ist schon mal madig. Da oben campen sie, oder was? Alter, stirb doch. So. Inzwischen habe ich das auch mal raus mit den Headshots, Mann. So halbwegs zumindest. Es sind immer noch 5 Headshots vonnöten, aber das ist wieder ein anderes Thema. So, ach Leute, Mann, in diesem Level erinnere ich mich noch. Da werden wir jetzt ganz oft noch sterben. Weil, sieht jetzt eigentlich ganz nett aus und ich meine, wir sind super ausgestattet. Aber Leute, das, ich erinnere mich, habe ich schon mal erzählt, das ist ein langer Glasraum, Mann. Das Einzige, woran ich mich noch erinnere. So lächerlich, Mann. Naja. Kommen wir nichts machen. Grenino.
Ja, mir genügend. So. Aufpassen auf den. Da ist noch einer. Ah ja! Ich stehe ja nicht hinter der Wand. Nee, scheiß drauf. Ich bin 3 Meter dick und kann das nicht ab. Alter, ich hasse Wände in diesem Dreckspiel, Mann. Ich hasse Wände in diesem Dreckspiel, Mann. Das kann doch nicht so schwer sein, Mann. Diesen ein... Nein, weißt du was? So. Leute, Mann, das ist unmöglich. Wie soll ich denn das hinbekommen? Jetzt mal ganz ernsthaft, Spiel, sag mir das doch mal. Ohne da jetzt unglaublich viel Schaden zu kassieren. Du schmeißt auch wie ein... Ja, ich wollte jetzt sagen wie ein Mädchen, aber ein Mädchen schmeißt besser als du. Ey, klar. Klar! So lächerlich, Mann. Alter, die Schüsse werden halt immer so ganz merkwürdig reflektiert. Schau ich mal an, es ist scheiße. Nein, ich akzeptiere das nicht, Mann. Es lief so gut. Hat so viel Spaß gemacht gerade, das letzte Level, Mann. Das ist ja so wieder so Kacklevel, Mann. Er steht einfach da oben, Mann, und ich muss mich von ihm, muss mir mein halbes Leben abziehen lassen. Alter, und das spürt er nicht, Mann. Ich werde euch die Explosion sicher tot gewesen. Auf 100%. Soll ich an? Alter Mann, ich zerleg da die Welt und das stört ihn nicht. Aber man kann das nicht schaffen, Mann. Und besonders, wenn man so schmeißt wie du, Mann. Komm. Ich weiß nicht, Mann. Wieso Maxi, Mann? Wieso hasst du mich eigentlich? Ach, ist mir fuck kacke egal, Mann. Ich hasse dieses Spiel, Mann. So. So geht's doch auch, Mann. Einfach Bullet Time, Mann. Sodala. Haut's mir, meine. Gib's mir die Kolkommen. Was hattest du denn für Waffe? War das nur Pumpgun, Mann? Kann mir gar nicht vorstellen, Mann. Der eine schon wieder mit der Granate im Anschlag. Ist eh klar? Weil jeder hat nur noch Granaten im Anschlag. Da ist schon wieder Ende-Gelände. Oh. Gesetz. Na Leute, Mann, man muss hier ein bisschen laden, Mann. Es tut mir leid, Mann, aber es ist, ich kann das mir nicht leisten, Mann. Ich weiß auch nicht, es geht einfach auf. Es geht einfach auf, Mann. Ich wollte mir doch nur die Mutti holen. Das ist so viel verlangt, Mann. Das ist so viel verlangt, Mann. So. M79 ist nämlich das Zauberwort. Und davon haben wir natürlich schon genügend Muni. Und können nicht mehr aufnehmen. Ist eh klar. So. So, aber ich glaube, hier oben dürfte es nicht weitergehen. Dann vielleicht liegt hier nur was schön. Ah ja, genau. Wir müssen. Das ist ein vertracktes Gebäude. So. Gut, M79 voll. Gehen wir da lang. Ist ja geil. Oh mein Gott. Jumpin' Pain. Ja! Weil das ja nicht schon schwer genug ist, Mann. Jump'n'Run-Abschnitt. Und dann spawnen da auch noch Gegner. Wartet. Die gehen. Genau. Weil die gehen langsam mal hoch und runter, Mann. Aber das muss man erstmal sehen.
Es wäre halt auch mal schön, wenn einfach meine Waffen Schaden machen würden, aber... Da stehen halt schon wieder die asiatischen Superkampfsoldaten, Mann. So, und für was bin ich jetzt hier hintergeküpft und wieso bin ich nicht erstmal auf die andere Seite gegangen? Ich weiß es nicht. Hätte ich mir noch schlimmer einmal Colt Muni holen können. Okay, ich habe nämlich keine Ahnung, wo wir sind, aber... Mona, gut sehen Sie aus. Max, wir müssen aufhören, uns so zu treffen. Eher schneit es in der Hölle, als dass ich mich von einem Drogenbullen aufhalten lasse. Miss Sachs, erledigen Sie Ihren Job. Nur die Ruhe, Max. Du bist einer von den Guten. Ich töte doch keine Guten. Sie sind auch gar nicht so übel. Es war was anderes, als Horn Punchinello umnieten wollte, um ihre Mafia-Verbindungen zu verwischen. Er hatte den Tod verdient. Das gleiche gilt für Sie. Sie ist hier der böse Bube. Ihre Schwester überredete sie, mir zu glauben. Ich kannte die Vorlieben der Geister. Sie lechzten nach Rache. Nein! Ein Pistolenschuss krachte und sie fiel in Zeitlupe zu Boden. Sie war ein nettes Mädchen. Nicht wirklich ein eiskalter Killer, aber jetzt war sie eiskalt. So kalt wie der Tod. Wie religiöse Fanatiker griff mich nun Nicole Horns Privatarmee an. Explain the police. Ihr Schweine! So, und vielleicht schaffen wir es auch irgendwann mal, die zu eliminieren. Scheiß auf Bullet Time, Mann. Ohne Bullet Time geht's leichter. Das ist für Mona. Ja, Leute, erst Lisa Sachs, die ermordet worden ist hier. Haben wir gesehen, bei Puccinello lag sie. Und nun ist auch noch ihre Schwester tot. Oh, wow, wow. Unser Weg ist echt gepflastert von guten Frauen, die sterben. Das ist der Weg des Max Paynes. So. Verarscht du mich? Weinet hier gerade schon? Als der Aufzug wieder nach unten kam, war Mona verschwunden. Da war jede Menge Blut, aber keine Leiche. Irgendetwas klickte ein letztes Mal. Mein Verstand war niemals so klar gewesen. Als wären irgendwo hoch da oben die Sturmwolken bereits verschwunden und kühle Sterne funkelten. So. Okay. Vielleicht ist es ja kein Blut. Vielleicht bilden wir uns das alles ein. Oh nein. Alter, nein. Ja, genau. Genau. Sowas Geiles. Es ist super. Okay. Und was soll ich da? Ach so! Alter, fahr dich! So schnell! Maxi, du kannst da auch nicht so gut aimen. So, aber ist ja wurscht, okay, Gott. Ah, leider, Mann. Ich dachte, wir dürfen einfach hochfahren, Mann. Wer von dem Miet seinen Aufzug? Hätte jetzt einfach einer ihre Gefolgsmänner nehmen und sagt, das wäre wurscht gewesen. Verbiete den Aufzug, Mann. Ich glaube, es hagelt, Mann. Nicht mal Aufzug fahren kann man mehr in diesem Spiel normal. Ah, Junge, Junge, Junge. Aber wir kommen immer tiefer in die Hülle des Löwens hinein. Und bald haben wir dich, Laserhorn. Nicole Horn, verzeihung, fast dasselbe. Wir sind so einer dieser Helden. Und genauso machen wir das, meine Freunde. So. Mein Freund, der hat's mal gut zusammengefasst. Der coole Held. Das sind wir. Max. Fucking nochmal Pain. So. Die ist schön gegen die Wand geflogen. War ein guter Schuss. So, okay. Links oder rechts, links oder rechts. Ihr wisst, wir gehen immer den rechten Weg. Hey du. Hey du, Frendo. Ja, ja, ja.
Barretta, süß. So, wo sind wir hier? Was können wir hier kaputt machen? Nix? Oh. Penthouse, Security, Presidential Office, Office Floors. Lobby, drück mal einfach drauf. Mit dem Aufzug hatte ich Zugang zum Großrechner. Von dort aus würde ich die Sicherheitsschlüssel verschlüsseln und die Gebühren. Hey, die Call Commando haben wir abbekommen. Einen Schuss, Mann, dabei war man so gut. Und trotzdem halt tot. Nun gut, kann man nichts machen. Okay, Leute, ich freue mich auf die nächste Aufzugfahrt, Mann. Es wird wieder alles in die Luft fliegen, oder? Nun gut, bevor wir aber in diesen lustigen Aufzug steigen, machen wir erstmal einen kleinen Cut und dann geht's beim nächsten Mal weiter mit Max Payne. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.